Hallo, ihr Querlinge. Weiter geht's mit Sherlock Holmes in Sherlock Holmes Chapter 1 und einem Fall, den wir Brüderchen Mycroft zu verdanken haben, nämlich Liebesgrüße aus Cordona. Mycrofts Anliegen. Mycrofts Agent, Mr. Estevo, bat mich um meine Mithilfe bei einer äußerst delikaten Angelegenheit. Mark Ridley, der Sohn von General Arthur Ridley, wird erpresst. Er soll seinen Erpresser oben im Brückenturm der Altstadt treffen. Mir fällt die Aufgabe zu, das Treffen aus der Distanz zu beobachten, die Identität des Erpressers zu ermitteln und dann Mr. Estevo Bericht zu erstatten, der vor unserem Anwesen wartet. Die Terrasse des Cafés Primrose in Scaladio, das sich am westlichen Ende der Brücke befindet, würde sich gut als Aussichtspunkt eignen. Okay, dann gehen wir mal raus und gucken, ob wir mit dieser Angabe das Primrose finden. Ich glaube ja. Und du, wenn du hier schon rumstehst, mach dich nützlich und... Ach, egal. Also, Brücke Altstadt Scaladio. Dann gibt es zwei. Brückenturm gibt es nur einen, also ist es da, also muss es hier irgendwo sein. Das Primrose. Schauen wir mal, ob das stimmt. Ich muss grundsätzlich nach Süden. Da ist der Brückenturm. Ah, hier waren wir schon mal richtig. Here, grab a seat. Ja, I grab this seat. You even brought a book, huh? May I have? Same as always. You just don't give up, do you? Oh, come on, let's get closer. You can't see anything from here. No, too early. So we're just going to sit here all day? Patience, John. I have a feeling this is more than simple blackmail. We'll be close when the blackmailer leaves, and then... Go! Okay, ich habe irgendwie auch geahnt, dass das eskaliert. Und zwar nach unten. Ach du meine Güte. Oh, not a pretty sight this. Nimm doch mal die Kinder beiseite, Mensch. Okay, ist das jetzt der Sohn vom General oder ist er das nicht? Head trauma, fatal. Gravity is cruel like that. A rather frivolous accessory for a military man. Shame it's all bloody now. Seidentuch? Das kommt nicht vom Sturz. He was stabbed several times before he fell. The shape of the wounds suggest a curved blade. Aha. Schlüssel. In einem Hotel vielleicht? Who is it? A key, and where there's a key, there's a lock. Aha. It's almost like he's dancing. Dancing the dance macabre. Oh, my goodness. Who is it? Vielleicht hier das, die Waffe? Ja, die fehlt. The knife is missing. No signs of life, no pulse. I'm declaring Corporal Ridley dead. Oh, who is it? Oh je, oh je, oh je. Also. Informationen über das Opfer. Mark Ridley stürzte aus dem Turm. Als ich seine Leiche untersuchte, stieß ich auf. Stichwunden, verursacht mit einer gekrümmten Klinge. Ein schweres Schädelhirntrauma infolge des Sturzes. Eine leere Messerscheide.
außerdem einen Schlüssel aus Eisen mit einer eingravierten 4, der neben Mark Ridleys Leiche lag. Das klingt nach einem Zimmerschlüssel. Außerdem ein Seidentuch, das Mark Ridley zum Zeitpunkt seines Todes um den Hals trug. Es handelt sich dabei um ein osmanisches Tuch mit einem aufwendigen Adlermuster. Das Tuch ist voller Blut. Kann man da hochgehen? Nee, no trespassing. Please move along. The police are on their way. Everything's under control. Is it now? The general's own son has fallen out of the tower, and not without help, it seems. I need to inspect the scene, and quickly. The corporal? He ordered me not to let anyone inside without telling him. But now... Wait, are you saying it's a murder? Er hat Stichwunden im Bauch. Was soll das sonst sein? A brief examination of the body was enough for me to conclude that he was murdered by a blade of Ottoman origin. You can't possibly be so certain. Oh, I can be. The corporal suffered deep stab wounds which were inflicted with great force. They were made by a knife meant for cutting, not stabbing. A curved blade, such as an Ottoman jambir or a Gurkha kukri. I haven't seen any Gurkhas on the island, so the conclusion is quite obvious. Amazing. You do seem more than competent. All right, go in. I'll wait here for the police. Did you see anything suspicious? No, sir, nothing. Corporal Ridley had to attend to some private matters upstairs. No one went in, no one came out. Oh, but that means the killer is still inside. Are you sure you want to go in alone? I'm not alone. I have my friend with me. Your friend? You mean your gun? There's no one at... Never mind, I'll be fine. Ey, also. Er wird von seinem vorgesetzten Offizier damit beauftragt, hier unten die Tür zu bewachen. Sieht hier, wie selbiger Offizier aus 20 Meter Höhe hier runter knallt und bleibt stehen, um seinen Befehl auszuführen. Mann, oh Mann. Was soll ich dazu sagen? Aber es war vielleicht gar nicht blöd, weil wenn er jetzt zu der Leiche hinstürmt, dann kann ja hier jemand einfach aus der Tür treten. Naja, gucken wir mal. The killer's gone. Vanished into thin air. Ja, ich meine, wenn der gut klettern kann, dann kann der auch hier sonst wie sich davon machen. Bei dieser Kulisse... So, ist das schon die Stelle? Also, das ist jetzt schon oben, denke ich. Wir sind irgendeine Leiter hochgestiegen oder sonst irgendwas. Wobei, wo ist der eigentlich runtergeschmissen worden? Naja, eins nach dem anderen, hier. Schmutzspuren. Can you smell the body odor, John? Someone's been hiding in here. Someone sweaty. Unless it's a laundry chest. But then it's a different mystery altogether. The case of the vanishing sweaty pantaloons. Da war jemand drin. Hier hat jemand geraucht. This cigarette is still smoldering. Erpresserbrief. Ich weiß über Ihre neueste Affäre Bescheid. Ich erwarte Sie oben im Brückenturm der Altstadt. Kommen Sie allein und bringen Sie 100 Mangier mit, wenn Sie nicht möchten, dass die falschen Leute von der Sache erfahren. So, ist das hier Geld oder was ist das? Exactly 100 Mangiers. The killer didn't touch them. Aha. Es ging also nicht um Geld, es ging darum, dass... Ridley, Mark Ridley nicht mehr lebt.
Oh, hier? Da? Ah, da hinten sehe ich das Primrose. Aus diesem Fenster ist er geworfen worden. This blade is a naval officer's dirk. Sharp and well cared for. Das ist the edge is covered with blood, but the tip is clean. Das ist seine Waffe, aber nicht die Tatwaffe. Ja. Aber was ist hier passiert? Okay, jetzt habe ich wohl schon alles beisammen, um das zu rekonstruieren. Also, der Tisch ist zertrümmert und voller Blut. Habe ich wirklich alles? Ah ja, sonst wird das ja nicht angehen, richtig? Aber fassen wir nochmal anhand der Fallakte zusammen. In einem kleinen Raum oben im Brückenturm sind eindeutige Anzeichen eines Kampfes zu sehen. Ich fand ein geschärftes britisches Militärmesser. Die Schneide ist voller Blut, nicht jedoch die Spitze. Im Aschenbecher liegt eine nicht zu Ende gerauchte Zigarette. In der leeren Kiste riecht es auffällig nach Schweiß. Der Tisch wurde erst vor kurzem zertrümmert und ist voller Blutflecken. Und das Geld für den Erpresser wurde nicht angerührt. Und hier der Erpresserbrief. Wofür der Schlüssel ist, wissen wir noch nicht. Na dann, auf geht's, Sherlock. Oder vielmehr Quirlock. So. Was haben wir hier zur Auswahl? Könnte sein, würde aber das Blut erstmal nicht erklären. Man könnte sich gewehrt haben. Aber wenn er so gut war, den gegen den Tisch zu werfen, wieso? Das halte ich im Moment für wahrscheinlicher, bin aber noch nicht davon überzeugt, dass es wirklich so war. Er saß hier, hat geraucht und auf den Erpresser gewartet. Und dann ist der Meuchelmörder aus der Kiste gestiegen. Ja, das kann so gewesen sein. Der Unterschied. Der Meuchelmörder hat hier eine gekrümmte Klinge und er zieht sein Messer. Was er ja gezogen haben muss, weil er hat es ja vor dem Fenstersturz verloren. Und so eine Scheide, da verliert man nicht einfach mal so ein Messer. Hier hingegen hätte sein Messer auf den Tisch gelegt. Warum auch immer man das machen sollte. Ich meine, er hat eine Messerscheide dabei. Und das gehört zu seiner Ausrüstung. Das ist völliger Blödsinn. Das hier ist auf jeden Fall richtig. Also er hatte hier sein Messer gezogen. Dann hat ihn der andere aber überwältigt oder eben auch nicht. Was ist hier? Also bei so breiten Mauern, man torkelt nicht einfach so aus diesem Fenster. Dazu ist die Mauer viel zu dick. Auch wenn die Fensterbank sehr niedrig ist, das stimmt schon. Ich glaube, er ist gestoßen worden.
Genau. Wenn er hier erst in den Bauch gestochen worden wäre, dann gäbe es da hinten ja kein Blut und auf dem Weg zwischen Tisch und Fenster. Es sei denn, er hätte seinerseits den Angreifer verwundet, aber dafür gibt es nicht wirklich einen Anhaltspunkt. Also muss er ja hier schon die Stiche bekommen haben und wurde dann noch rausgestoßen. Was eine ziemlich blöde Aktion des Attentäters war, weil so, ja, weiß ja jeder sofort, dass dieser Mord stattgefunden hat und erregt öffentliches Interesse. Und wenn das hier oben passiert gewesen wäre und, ja, dann hätte man es doch irgendwie unter der Decke halten können, politisch. Das ist ja ein politischer Mord möglicherweise. So, und das halte ich auch für sinnvoll. Der Mörder hat eine gekrümmte Klinge und hier haben wir schon Blut. Also hier an der Stelle müsste es schon zu diesen Stichverletzungen gekommen sein. Das ist meine Lösung. Mal gucken, ob es stimmt. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Okay, dann Alternative, hat er sich vielleicht doch irgendwie wehren können. Das hieß aber auch, dass das Blut, was wir hier am Tisch haben, tatsächlich von dem Angreifer stammt. Naja, die Herleitung ist folgende. Hier greift er nach seinem Messer und er merkt ja auch, dass da einer kommt. Und deswegen kommt es erstmal zu einem Kampf. In dessen Verlauf auch der andere was einstecken muss. Dann aber wiederum ist es nicht sicher, dass das hier nur eine Stoßaktion war. Gucken wir mal. Es kann sein, dass es immer falsch ist. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Dann ist es so, dass hier tatsächlich erst die Stiche gekommen sind. Und hier hat er dann sein eigenes Messer verloren. Ja, also wenn man der Spur des Messers von Ridley, nein, Mark Ridley folgt, dann hat man es, glaube ich, richtig. Er zieht es dort hinten, hat es hier in der Hand und verliert es erst hier. Das habe ich jetzt irgendwie erst so richtig zu würdigen gewusst. Jetzt muss es aber richtig sein. Komm schon. Ridley was attacked by his blackmailer, but before being pushed out the window, Ridley managed to wound him. The killer must still be bleeding. Genau. Der Mörder muss noch bluten. Also. Übrigens, Mangier, jetzt wissen wir es, dieses M hier, dieses Währungssymbol M, das sind Mangier, das ist die örtliche Geldeinheit. Also, der Angreifer versteckte sich in einer leeren Kiste und überrumpelte den arglosen Mark Ridley. Es kam zu einem Kampf. Obwohl der Angreifer dabei verletzt wurde, gelang es ihm, den Corporal zu töten und aus dem Fenster zu stoßen. Anschließend floh er, ohne das erpresste Geld mitzunehmen. Der Mörder muss noch bluten. Wir müssen seine Spur verfolgen. Und er kann ja eigentlich nicht die Tür unten benutzt haben, weil da war ja unser Wachsoldat davor. Und siehe da, er hat hier sich irgendwie davon gemacht. Ah. Für seine Flucht nutzte der Mörder ein Seil. Ja. Ich kann ihm jetzt hier hoffentlich nicht hinterher, oder? Nee. Wir müssen jetzt weiter unten nachgucken.
Also er ist wohl nicht darüber gehangelt. Das hätten die Leute auch gesehen. Er hat sich möglicherweise hier einfach runtergelassen. Wir müssen immer noch dieser Spur folgen. Aber ich denke, es geht unten weiter. So what happened? Was there anyone upstairs? No, the killer escaped. We're dealing with a carefully planned assassination. What can you tell me about the deceased? We were from the same unit, stationed together at the barracks by the bridge, but I can't say I knew him well. Maybe someone at the barracks could tell you more. Do you know if the corporal had any enemies? Someone who would want him dead? No, none that I know of. But then again, there's always the Ottomans. They'd want all of us soldiers dead, I reckon. Mhm. Also, Informationen über das Opfer. Corporal Ridley war in einem beschlagnahmten Haus stationiert, das nun als Kaserne dient. Es befindet sich in der Altstadt, nicht weit von der Brücke entfernt. Vielleicht weiß dort jemand mehr über ihn. Ja, und dieser Spur müssen wir noch weiter folgen. Aber wie machen wir das? Was machst du da, John? I'm on guard, Sherry. So don't worry. Don't worry. Ich bin gerade ein bisschen überfragt, wie ich diesem Seil folgen soll. Das geht ja gar nicht. Das hängt ja da um die Ecke. Ach nee, hier ist das. Natürlich. Hier muss es sein. Komme ich aber nicht lang. Hä? Von unten sehe ich auch nichts. Aber auch da unten komme ich ja gar nicht ran, um irgendwas weiter zu verfolgen. Selam. Da oben an der Ecke war es ja. Ah, hier. Ach, doch eine Seilrutsche. Ich verstehe. Hat der sein Messer? Nee, das kann er nicht anpacken. Dann geht's am Ende der Seilrutsche weiter. Mit einer Spur ins sonst wohin. Ach, hör mal auf. Wir müssen hier durch. Genau, hier. Also dagegen gedotzt. Ja. Und dann? Also, ich muss es anklicken wahrscheinlich. That was a rough landing. Ja. That was a rough landing. Ah, jetzt geht die Spur hier aus. Genau.
Amazing, right? Disturbing is more like it. Was ist das? Messerpfahl? Was ist das? Ich bin hiermit noch nicht durch. Okay, Kamerafahrt. Ideen? How many knives do you think are stuck here? I keep losing count. Muss ich vielleicht noch feststellen, dass er eine Seilrutsche benutzt hat, um den Teil der Untersuchung abzuschließen? Bin gerade ein bisschen überfragt. Sonunda biraz temiz hava. Ich muss nur einer Spur folgen und ich weiß gerade nicht, wo die Spur weitergeht an diesem Messerpfahl. Dann suche ich mal, wo die Spur weitergeht und nehme euch gleich dazu. Ah, hier geht's weiter. Er hat die Tatwaffe in den Messerpfahl gerammt. Aha, a curved knife covered in fresh blood. There we go. I doubt that this eagle is purely ornamental. Careful, Sherry. Locals aren't too happy with what you're doing. Stop that! I'd better leave the knife here. Don't touch those! Now is a bad time to ruffle any feathers. Infidel! Okay, das haben wir jetzt geschafft. Da ist die Tatwaffe. So. Blutverschmiertes Messer. Ich stieß auf ein blutverschmiertes Messer mit gekrümmter Klinge, das zusammen mit Dutzenden anderen Messern in einem sonderbaren Holzpfahl steckt. Als ich es an mich nehmen wollte, wurden die Einheimischen wütend. Ich könnte das Messer zumindest fotografieren. Na, das machen wir. Go away from it. Ja, Lady. Dir wird's wohl auch wichtig sein, dass wir hier einen Mordfall aufklären, oder? Oder etwa nicht, hä? Huh? So, und damit können wir jetzt Leute fragen. Aber ich glaube, da ziehe ich mich vorher um. Das scheint ja irgendwie... Na, nee, das ist falsch. Ich habe da bestimmt nicht das Richtige. Ich habe ja gar nicht das Richtige. Ja, hier fehlt mir wohl noch was. Ich nehme an, ich muss jetzt hier diese Art der Verkleidung benutzen, aber dafür habe ich gar nichts. Ne, der Bart ist auch falsch. Ja. Nein. Okay, wir brauchen hier so die Kleidung eines osmanischen Inselbewohners, denke ich. Alles andere ist Quatsch. Und ich habe nichts dabei, wo das hier irgendwie grün wird. Deswegen gehen wir mal zum nächstmöglichen Kleidungshändler. Oh, der ist ja ganz nah. Checken mal, was der so hat. Don't. No. Don't pass by. Welcome, welcome.
Let's pick something that suits you. Ja, ja, so. Ja, das nicht. Ah, osmanes Smaragdgrün, das ist schon mal gut. Das macht mich sogar noch ein bisschen osmanischer. Händler. Mhm. Ja gut, aber wenn das hier jetzt schon uns halb osmanisch macht, das hier weniger, dann nehme ich doch das. Und hier den Fez. Das ist Quatsch. Das hier hilft auch ein bisschen. Das nicht. Und Schminke. Da gibt es, glaube ich, keine besonderen osmanischen Varianten. Nee. Dann nehme ich das hier. Also kaufen. Das meine ich. Kaufen. Kaufen und das hier. Jetzt gehe ich als osmanischer Händler durch. Ach, es geht noch weiter nach unten. Was ist denn das? Ja, es ist... A good choice. Es reicht, ja. A good choice indeed. Ja, ja, ja. Not bad. Jetzt kann ich bestimmt die Einheimischen hier befragen. Can you satisfy my curiosity? Oh yes, compatriot, I can help you. Aha. Er kann mir helfen. Die osmanische Bevölkerung kennt dieses Adlersymbol. Es handelt sich wohl um das Wappentier des Hauses Hassan, der angesehensten Familie in der Altstadt. Das Familienanwesen befindet sich auf der Westseite des Altstadtmarkts. Okay, ja, verstehe. Dann müssen wir jetzt wohl den konkreten Ort, also die konkrete Adresse, herausbekommen. Altstadtmarkt, der ist doch Westseite. Das ist ja da unten eigentlich. So, jemand, der osmanisch aussieht. Weißt du was? Are you able to help me? I doubt I can help you. Nee, kann sie nicht. May I ask you something? My neighbor. I know nothing, unfortunately. You obviously haven't thought this all through. Or are you just annoying these people on purpose? Ach, John, was ist denn jetzt schon wieder falsch? Das mit dem Verkleiden ist schwer. Oder soll ich da nochmal weiter fragen? Da, wo ich gerade war. Ist doch unlogisch, oder? Westseite Altstadtmarkt, das muss doch hier sein. Who's there? You have no business here. Go away. Na, das wird's wohl sein. Adlersymbol. Das Haus mit dem Adlerwappen ist für Außenstehende nicht zugänglich. Ja, richtig. Und warum muss ich dazu irgendwelche Passanten befragen? Das ist ja irgendwie komisch. Another knife in the pillar. Another debt paid in blood. Okay. Messer im Pfahl. Blutrache. Okay, Blutrache. Ja, ich bin ein Einheimischer. Redet ruhig weiter. Another knife in the pillar.
Okay, alte Tradition. I'm guessing you didn't get what you were after. It happens. I always wanted a pet cat. From the pillar. Another debt paid in blood. Puh. Das ist es. Bei Gyakmaya oder Blutrache handelt es sich um eine Tradition, die sich in der osmanischen Herrschaftszeit von Albanien ausgehend verbreitete und auch auf der Insel Cordona etablierte. Viele Einheimische halten diese Tradition für barbarisch. Jedoch nicht alle, wovon der Messerpfahl zeugt, der unheilvoll in den Himmel ragt. Der Messerpfahl ist jetzt eine eigene, neue Geschichte. Ach so. Ich stieß auf einen sonderbaren Holzpfahl, in dem unzählige Messer steckten. Er scheint für die Einheimischen eine besondere kulturelle Bedeutung zu haben. Und dann hier das mit der Blutrache gerade gelesen. Der Messerpfahl befindet sich unweit der Kaserne. Ob er wohl ein Gesprächsthema unter den Soldaten ist? Das kann durchaus sein. Aber das Adlersenburg, was soll ich denn da noch Leute fragen? May I ask for your assistance? No, brother. That's out of my knowledge. Excuse me, just one question. As much as I'd like to help you, I know nothing about this. You obviously haven't thought this all through. Or are you just annoying these people on purpose? Nee. Aber ich frag noch mal die Leute am Messerpfahl, weil sonst wüsste ich nicht, wen ich noch fragen sollte. Und bin gerade etwas aufgeschmissen, was diese Ermittlung angeht. Der Pfahl ist ja dort. Also um die Ecke, mehr oder weniger. Auch wenn ich da gar nicht hinkomme. Weil dieses schicke Tor zu ist. Ach, auch alles zu. Aber jetzt. Da ist doch, ja. Ist es hier schon? Ja, das ist doch der Weg zur Brücke und... Ach, Mensch, Leute. Hier. Gibt's hier noch mehr zu sagen? Excuse me, just one question. My friend, I know nothing. I'm sorry. Could you help me? Nothing stands between me and helping a fellow citizen, except the absence of knowledge. Ask someone else. Oh, I am bored. Call me when you find the answer. Okay, das funktioniert so nicht. Ich weiß nicht, was ich hier noch rausfinden soll. Keine Ahnung. Null. Alle anderen Hinweise führen mich gerade zu der Kaserne. Ein Altstadthaus nicht weit von der Brücke entfernt, das beschlagnahmt worden ist. Jetzt sollten wir jetzt wieder umziehen, weil da sollte man irgendwie britisch ankommen. Welches Haus kann es denn sein? Und ja, das hier wird jetzt mal deaktiviert. Welches Haus könnte es denn sein? Unweit der Brücke. Puh. Gute Frage. Hier gibt es kein größeres Haus, was irgendwie in Frage käme. Warum ist das da oben angeheftet? Will ich doch gar nicht. Also. In der Altstadt, richtig? Nochmal, für ganz blöde. Es befindet sich in der Altstadt, nicht weit von der Brücke entfernt. Puh.
das hier? The barracks are off limits to civilians. Aha. Okay, Royal Navy. Jetzt muss ich aussehen wie ein Soldat, wie ein, ihr wisst schon. Ich kann hier nicht das Outfit wechseln. Dann ja vielleicht hier unten, wo mich keiner sieht. Also, Garderobe. Wir müssen jetzt den da haben. Ist das nicht unser Piratenkostüm? Jetzt können wir Piratenkostüm da rein. Ist das albern? Also, jetzt bin ich aber sowas von kein Zivilist mehr. Geht das? Das dürfte eigentlich nicht gehen, aber... Naja, ich habe volle Punktzahl bei Matrose und Seemann. You aren't here to relieve me from duty, are you? Oh well. Nee. Also ja, es geht spielmechanisch, aber ich kann es rollenspielerisch nicht... Don't miss out on my unique clothes. Ja. Let's pick something that suits you. Ich kann das rollenspielerisch nicht verantworten. Ich muss ihm was anderes anziehen. Hier, eine Matrosenkluft. Die passt doch. Und ein Matrosenhut. Den haben wir jetzt irgendwie nicht. Echt, die Brille? Der Bart ist wohl irgendwie sehr matrös. Nehme ich den doch auch mit. Reicht das schon? Moment. A good choice. Ja. Ich benutze mal deine Umkleide. Also, hutmäßig hatte er jetzt nichts. Augenklappe. Ich mach mal die Schminke weg. Jetzt bin ich dreiviertel Matrose. Das wird doch hoffentlich reichen. A good choice indeed. You aren't here to relieve me from duty, are you? Oh well. Er lässt uns durch. So, Informationen über das Opfer möchte ich gerne einsammeln. Ja. Oh, ey. Was für Betten, ey. Ja, sowas gab's damals schon. Hi, ihr. Are you able to help me? Ah, I know this. Yeah, let me help you. Also, Mark Ridley war als Schürzenjäger bekannt, kehrte sich jedoch vor kurzem von seinem freizügigen Lebenswandel ab, da er die Richtige gefunden zu haben glaubte. Noch was? Der sagt nix. Weißt du noch was? Can you satisfy my curiosity? I don't know, but I'm sure there are others who'd be glad to help a fellow in uniform. Check. Das war's wohl schon. Also, Mark Ridley war als Schürzenjäger bekannt. Kann ich hierfür in der Kaserne ein entsprechendes Schloss finden? Ridley's blood is on Ottoman hands. I just know it. Okay. Herausfinden, was die Matrosen vorhaben. Vergeltung üben.
Ridley's blood is... Das war auch alles nix. Nehmt das mal weg, das irritiert mich. Ridley's blood is on Ottoman hands. Das ist es. Ich wurde zufällig Zeuge eines Gesprächs aufgebrachter Marinesoldaten, die nach der Ermordung des Corporals das Gesetz am liebsten in die eigene Hand nehmen würden. Ihr Befehlshaber mahnt jedoch zur Ruhe. Also, die Spannungen vergrößern sich. Das hier ist mir ein Rätsel. Aber was ist jetzt mit Schlüssel für die 4? Da ich überhaupt keine Ahnung habe, was ich jetzt noch mit irgendwem als Passant besprechen soll, werde ich das gerade recherchieren, weil ich stehe gerade so hart auf dem Schlauch hier bezüglich dieses Adlersymbols. Wessen oder welche Passanten ich da wo befragen soll? Am Messerpfahl nicht mehr, vor dem Haus dieses der Familie Hassan auch nicht? Seltsam. Deswegen recherchiere ich das, weil da komme ich auch morgen nicht drauf. Okay. Ich kann auch hier in der Kaserne nach diesem Adler-Symbol fragen. Da wäre ich nicht drauf gekommen. Can I ask you a question? Ah. I know this, yeah. Let me help you. Und das war's, was noch gefehlt hat. Marinesoldaten kennen dieses Adlersymbol vom Haus des Adlers. Auf Befehl von General Ridley müssen Konflikte mit den Osmanen und insbesondere mit der dort lebenden Familie tunlichst vermieden werden. Die Marinesoldaten scheinen darüber nicht sonderlich erfreut zu sein. Okay, also. Nach oben geht's nicht. Geht's irgendwo weit? Oh. Oh. Nummer 4. Du hast den beschissensten Dienst von allen. Die spielen Domino. Ist alles korrekt angelegt. Sehr gut. Also Nummer 4. Klar, logisch. Das geht jetzt weg. Nice. A room after my own heart. A little austere for my taste. Ach, das war seine Stube. Ich verstehe. Ja, dann werden wir hier doch garantiert was Wichtiges finden. Der Schrank wurde verrückt. There are scratches on the floor. The locker was moved. Gut. Sonstiges, was von Bedeutung ist? Being the son of a general must be difficult. Rise all the way to the top. Make me proud, son. Na toll. Das haben wir schon. Da oben das Board ist wahrscheinlich egal. Ja, ich hab's gesehen. Glaub mir. Can you imagine me wearing that uniform? I think I'd look rather dashing. Dashing? Dosenfraß? Can you imagine me wearing that uniform? I think I'd look rather dashing. Okay, das hier muss weg.
Aha. Der brennt sogar eine Kerze, ist der denn wahnsinnig? Geld. That's quite a hefty sum. Enough to start a new life. Echt? So viel ist das? Jaylans Brief. Seit unserem letzten Treffen muss ich immerzu an die kurze Zeit denken, die wir miteinander verbracht haben. Aber dieser Traum verwandelt sich immer mehr in einen Albtraum. Ich bin voller Angst, dass jemand etwas herausfindet. Ich weiß, was ich zu dir gesagt habe, aber mir ist klar geworden, dass ich mich getäuscht habe. Ich möchte nun doch gemeinsam mit dir das Leben leben, das du mir in Aussicht gestellt hast. Ich bin bereit, alles hinter mir zu lassen und mit dir zu gehen. Ich warte auf dich im Morgengrauen in unserem Haus. Benutze den Eingang, über dem sich kein Adler befindet. Die Diener erwarten eine osmanische Frau mit dem Tuch, das ich dir gegeben habe. Jaylan. Oh, hatte der eine Affäre mit einer Frau aus dem Haus Hassan? Das ist natürlich besonders pikant. Two tickets to London would have been a very different ending for the corporal's story. Okay. Ja, jetzt müssen wir dann in dieses Haus rein. Nein, wir können jetzt das Seidentuch noch untersuchen. Jaylans Brief. Verkleiden. Was müssen wir denn hier machen? Ich analysiere mal. Und da ist die Lösung. Ich brauche 10 blaue und minus 8 rote. Ich fange mit dem hier an und drehe erstmal die Vorzeichen um. Dann habe ich schon mal die richtige Richtung. Minus 2 rote plus 2 blaue. Dann vervierfache ich das, indem ich 2 mal 2 dazu tue. Dann habe ich minus 8 rote und 8 blaue. Und hier unten an dem Strang, da nehme ich die 4 blauen, halbiere sie, dann habe ich 2 blaue. Und wenn ich diese beiden Zwischenergebnisse dann addiere, komme ich auf minus 8 rote und 10 blaue. Jawohl. Und was weiß ich jetzt? Ach so, mit der richtigen chemischen Lösung kann ich vielleicht die Flecken entfernen, ohne den Stoff zu beschädigen. Es gelang mir, das Blut vom Tuch zu entfernen. Und ich kann es nun als Verkleidung nutzen. Okay, jetzt müssen wir uns als osmanische Frau verkleiden. Verstehe. Ach, was für ein Leben hier in dieser Baracke. Was sind das Wortes? Andere... Kann ich natürlich nicht betreten, ne? Ja, ja, komisch. Das waren ja wohl die Offiziersunterkünfte. Die hatten eine eigene Stube und die Mannschaftsgrade mussten hier im Schlafsaal ohne Decke übernachten. Okay. Osmanische Frau. Nice affordable clothes. Let's pick something that suits you. Ja, du hast einen mega Glückstag heute. Du machst Geschäft ohne Ende. Also, ich brauche eine osmanische Kluft. Weiblich. Das ist nicht weiblich, meiner Ansicht nach. Das ist alles viel zu fein. Ah, das hier vielleicht. Es ist osmanisch. Ja, das passt. So, Hut. Dann das. Oder? Nee, das ist falsch. Nee, doch, ist richtig. Das Rote wird ja geringer. Also, das will ich haben. Das, was ich hier gerade hatte, das da.
Ja, hier habe ich ein Tuch. Bart darf ich keinen haben. Schminke. Hm. Das vielleicht? Ah, kosten nur 5, nehme ich. A good choice. Gucken wir mal. Also der Bart muss auf jeden Fall weg. Es muss auch... Also das muss her. Gehe ich jetzt als Osmanin durch? Ist die Schminke jetzt kontraproduktiv? Die ist produktiv. Ja, Bart ist ja kein Thema. Das haben wir. Das haben wir auch. Ja, wahrscheinlich gibt es da irgendwas Besseres. Aber ich meine, 3/4, das sollte reichen. A good choice indeed. Das hat euch die Brüste ausgestopft. Aber bei. Mit nicht viel. So, jetzt müssen wir zu dem Haus da. Da geht's so schneller. Das Haus, nein, die Tür ohne Adler. You are expected. Quickly, come in. My love, oh, I'm so... Who are you? Where's Mark? Answer me or I'll call for help. You will do no such thing, Jalen. We both know it. How do you know my name? And why are you wearing this scarf? What has happened? A flood of questions, but I only have one answer. Mark Ridley is dead. No. This cannot be. You're lying. Tell me you're lying. Keep your voice down, miss. I don't have time for a lady's hysterics. Mark has been murdered, and I believe that the murderer is part of this house. No. It was a secret. We were meeting. How could anyone find out? The truth always comes out one way or another. But enough of this. Tell me. Have you seen anything suspicious here? No, I heard the servants talking about blood near the main entrance, but I didn't think... This is too much for me. I can't... Why did you have to be so mean to her? I wasn't mean. Now is not the time for pity. Is that you or your reptilian brain talking? Your reptilian brain. Okay. Blut nahe des Haupteingangs. Der Haupteingang ist das. Vielleicht? Ja. Ja. Was ist falsch? Ah ja, anheften natürlich. A bloody trail. Let's see where it leads. Mhm. Soaked in blood. A pile of fresh clothes. How convenient. Well, a fresh shirt is as good a lead as any. So, think you can identify the killer on the first try? Huh. Do you doubt me? Ich habe doch keine Ahnung, wer der Mörder ist. Mensch. Oh, das tropft mir ins Genick. Also. Eine Blutspur führte in den Innenhof. Ich stieß auf ein blutdurchtränktes Hemd nahe einem Korb mit sauberer Wäsche. Der Mörder muss frische Kleidung angezogen haben und er ist verletzt. Das sind die beiden Sachen, die ich weiß.
Identifiziere den Mörder beim ersten Versuch. Oh mein Gott. Nur mal Interesse halber, was habe ich hier noch? Das ist die Küche. Plattgeklopfter Fisch. Sag mal, bringt ihr die Wäsche nicht aus, bevor sie aufhängt? Gedanken? Do you think they'd mind if I washed my shirt? I haven't changed in days and I'm starting to smell. Das ist ein Vogel. Okay, also. Schmutzige Kleidung, da kann es nicht gewesen sein. Verwundet. Naja. Das wird er dann wohl sein, ha? Habe ich noch einen Kandidaten? Ich weiß, es gibt nur zwei. Der eine hat schmutzige Kleidung, der andere ist verwundet. Und die da wird es nicht gewesen sein, da bin ich ganz sicher. Ja. Dann ist es er. Mal schauen, ob es stimmt. Also, er hat da auf jeden Fall eine Verwundung. Blut sickert durch einen Verband. Da fehlt der Dolch. Messer fehlt. Genau. Irgendwas weiteres noch? Ne, da unten wohl nicht. Er hält sich hier den Schädel. Der hat ja irgendwie auch eine... Ja, gelangt bekriegt, irgendwie. Schuldgefühl oder gestresst? Ja gut, das habe ich fehlinterpretiert. Hautausschlag. Wieso hast du Hautausschlag? Tja, was fehlt jetzt noch? Ah, hier. Schnitte und Kratzer, Hände zittern. Also. Ich fand den Täter im Haus des Adlers. Das ist hier die reumütige Variante. Seiner verzierten Messerscheide nach zu urteilen, gehört er zur Familie. Unter seinem Hemd trägt er einen blutigen Verband und die Messerscheide ist leer, was darauf schließen lässt, dass er der Mörder ist. Nach seiner Tat scheint sich nun sein Gewissen lautstark zu Wort zu melden. Seine Körpersprache verrät, dass er von starken Schuldgefühlen geplagt wird. Es erklärt nicht den Hautausschlag. Aufgewühlt? Hm. Ich habe keine Ahnung, ich nehme das. Reumütig. What are you staring at, you crazy woman? So, here you are. The wounded eagle in its eyrie. What the hell? An Englishman here? Why are you wearing a dress? I hate to interrupt you while you're struggling with your conscience. Perhaps you ought to have made peace with it before doing the deed. My conscience is perfectly clear, Britt. Do you have any idea who you're talking to? Indeed I do. You are the obedient son of this house. Obedient and wounded, but let me explain. I am Ozai, son of Hassan. You are on my father's property, and you better stop all this jabbering nonsense. My name is Sherlock Holmes.
I have every reason to believe that you were involved in the murder of Mark Ridley. Are you accusing me? Was diente als Tatwaffe, was Neues? Okay, es gelang mir, den Mörder beim ersten Versuch zu identifizieren. Das ist die Tatwaffe. That's right, I am. I recovered the murder weapon. It bears an eagle crest, the same crest that is so proudly displayed within your house. And a proud house we are. My father speaks for all Ottomans on this island. Remember that. Regrettably, I failed to detect much pride in the callow way you ambushed the corporal. Welche Gelegenheit ermöglichte die Tat? Ja, die Übergabe der Erpresserbriefe, glaube ich. Oder hier die... Ne, das ist nicht. Das ist auch nicht. Wo ist das? Hier. Genau. Der Erpresserbrief. Er soll allein in diesen Brückenturm kommen und so weiter und so fort. It couldn't have been very comfortable for you inside that chest, waiting to catch the corporal off guard. Couldn't you find a better place to hide? You're a fine one to talk of tactics. You're dressed as a woman. If you'll pardon the metaphor, he was a fishbone that became lodged in your throat. You had a strong motive to see him dead. Welches Motiv lag der Tat zugrunde? Oje, oje, oje. Naja, gut, hier dieses... Das ist es nicht. Die Blutspur. Das Seidentuch, nein. Jaylans Brief am ehesten. Genau, hier. Da schreibt sie ja, dass sie mit ihm da irgendwie ein neues Leben beginnen möchte. Das hier ist Quatsch. Das ist auch Quatsch. Das ist auch Quatsch. Das auch nicht. Das muss Jaylans Brief gewesen sein. Oder vielmehr das, was den Brief verursacht hat. Beschuldigung bestätigen. Ja. At the heart of this crime is a woman, Jaylen. I wonder who she might be to you. Your wife? Unlikely. Your Enough! Don't you dare say a word about my sister. It was he who led her to sin. That son of a dog, Mark Ridley. He spat on our traditions and brought shame to our family. His father promised us peace, but I knew how it would be. You feed the crow, it tears your eyes out. So you've risked the peace to right your honor. I had no other choice. Not that you'd understand, Brit. Mhm. Wir können doch den Mord jetzt nicht ungesühnt lassen. Die Soldaten drehen durch und es ist ein Mord und was für einer. Azai, you are under arrest for the murder of Mark Ridley. You'll have to come with me now. First you sneak into my house. And now this? We'll put you down like the rabid dog you are. Oh, yeah. I'm coming for you. Oh, ich treffe die Flasche nie. Das ist so bescheuert mit dieser Flasche. Komm mal irgendwo hin, wo ich dich nicht nochmal in den Bauch schieße. Don't bother moving. You've lost. I'm coming for you. Oh, I couldn't miss the party. Give him the pepper snuff.
No more crime for you until next month. Und der nächste bitte. I couldn't miss the party. Too simple. Oh, nicht schon wieder so einer. Nicht schon wieder so einer. Bitte nicht. Oh, keine Chance. Die Flasche ist nicht zu treffen. Nicht für mich. Hey, hör einfach auf. Ich glaube, den Kasper erschieße ich, wenn ich nicht gleich Pepper Snuff habe. Oder Snuff's ready. Das hier. Oh! I couldn't miss the party. Hast du ein Glück? Take a rest, my friend. Give him a pepper snuff. Den Pepper Snuff brauche ich für den nächsten. No more crime for you. The snuff's ready. Nein, ich stehe wieder so einer. Take a rest, my friend. Time to knock this guy out. No more crime for you until next month. Too simple. Give him the pepper snuff. Nee, das war's. It's time for you to go to prison, Azai. Come with me, and let's do so peacefully this time. You'll regret this, Brit. Na, ich werde vieles bereuen. 9 Geldeinheiten, das spricht dafür, dass wir nicht so wirklich viel gut gemacht haben. So, nu? Also, Profil Täter habe ich schon ausgewertet. Das ist mir auch gelungen. Das hier brauchen wir nicht mehr. Wir müssen wieder mit diesem Agenten sprechen und ja, das ist wohl auch der letzte Schritt. Ozai vom Haus des Adlers gestand sein Verbrechen. Er ermordete Mark Ridley, da dieser eine gesetzeswidrige Affäre mit seiner Schwester Jaylan hatte. Ich beschloss, den Schuldigen festzusetzen. Ab hier kann die Polizei den Fall übernehmen. Nun muss ich Mr. Estevo Bericht erstatten. Lass mich raten, die hätten das gerne irgendwie alles unter den Tisch gekehrt. You did everything right, Sherry, no matter what Mycroft or his henchmen will say. Ja, ja, ja. Also, ich muss mich erstmal wieder vernünftig anziehen. Sonst erkennt mich Mycroft nicht wieder, beziehungsweise sein Handlanger. Das brauche ich nicht. Weg. So, Schminke auch abwischen. Gut. Da ist er schon. Ich dachte, du wartest am Stonewood Manor. Ja? Oh je, er dribbelt mit dem Fuß. Er ist sehr, 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 sehr wütend. Mr. Holmes, I am in no position to reprimand you, but you should know that your unwarranted intervention will cost us dearly. I did what I had to do. The killer was brought to justice. I didn't expect you to be so narrow-minded. You have undermined your brother's efforts, and now we will have to face the consequences. Such is the price of law and order, Mr. Estevo. Everyone must be held accountable for their actions. Law and order. You are clearly oblivious of the bigger picture, Mr. Holmes. There is no point in us discussing it further. I bid you good day. You did everything right, Sherry, no matter what Mycroft or his henchmen will say. Weißt du, Mycroft hätte es doch wissen müssen, wie ich den Fall löse. Warum setzt er mich denn dann darauf an? Wenn er genau weiß, dass ich das nicht zu seiner Zufriedenheit mache. Nur gut. Das war der Mycroft-Fall und ich wusste schon beim Beschuldigen des Täters, dass das zu größeren Wellen führen wird. Ja, es ist halt so eine Sache. Auf der einen Seite kann ich nachvollziehen, dass Sherlock sagt, jeder muss für seine Taten zur Rechenschaft gezogen werden, vor allen Dingen für solche.
Auf der anderen Seite, wenn das jetzt aus Trotz und Hass und sonstigen niederen Instinkten zu Blutvergießen führt, dann sterben ja noch mehr. Also den Mörder nicht zu beschuldigen, hätte dazu führen können, dass weiteres Blutvergießen vermieden wird. Kann man so sehen, kann man so sehen. Ist eine schwierige moralische Situation, in der ich mich hier befunden habe. Aber ich habe aus der Rolle von Sherlock heraus diese Entscheidung getroffen und ich denke, dass er das, wenn ich ihn nicht steuern würde, sondern er sich selbst steuern könnte, es genauso gesehen hätte. Ne? Und ja, das war's dann hier mit dieser Episode. Wir gehen mal noch raus. Ich habe noch auf dem Schirm, das ist am... Ah ja, genau. Stress. Ich habe noch auf dem Schirm, dass es am Cordona Chronicle dieses Ausrufezeichen gab, was dafür spricht, dass wir uns mit dieser Lady unterhalten müssen, die da entsprechend die Chefredakteurin ist oder die Besitzerin oder wie auch immer. Da könnte jetzt irgendwie was passieren, was ich mir auch anschauen möchte, bevor ich mit dem nächsten Fall weitermache, der jetzt im Augenblick, wenn mich am Cordona Chronicle nichts weiter ereilt, hier die Muse aus der Ferne ist. Unsere persönliche Geschichte, beziehungsweise hier. Wir haben noch den Messerpfahl, genau. Das können wir auch noch machen. Ja, mal schauen. Ich überlege mir, ob ich das angehe oder etwas anderes bis zum Beginn vom nächsten Teil. Bis dahin.